hatte es vorhin halt schon in der Hand. Darfst du sie einhändig zupacken? Ja, wenn du sie gut wirfst, ja. Okay. Das hier ist eine Efeutute. Sie ist unglaublich pflegeleicht und wächst zudem auch super schnell. Es ist also egal, ob du ein Pflanzenprofi oder Pflanzenneuling bist, bei dir wird sie sich ziemlich sicher wohlfühlen. Und auch wenn ihr mal etwas nicht passt, wird sie es dir sofort sagen. Das perfekte Plätzchen für deine Efeutute ist an einem halbschattigen bis hellen Standort. Solange du sie nicht an ein undichtes Fenster, einen Heizkörper, in die pralle Sonne oder in den Keller stellst, ist sie eigentlich mit fast jedem Standort zufrieden. Ohne Licht überleben deine Zimmerpflanzen nicht. Der Standort spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle. Das ist aber nicht das Einzige. Damit deine Efeutute besser Licht aufnehmen und Photosynthese betreiben kann, kannst du auch regelmäßig, also alle 1 bis 2 Monate, die Blätter deiner Efeutute mit einem Lappen, so diesen hier, oder einem Tuch abwischen. Die Efeutute ist übrigens nicht die einzige Pflanze, die sich darüber freut, wenn du gelegentlich ihre Blätter abstaubst. Die Efeutute ist leicht giftig. Einen Efeututensalat solltest du dir... Das Catman hier. Einen Efeututensalat solltest du dir daher also nicht zubereiten. Außerdem solltest du sie außer Reichweite von Kindern und Haustieren platzieren. Zum guten Glück hängt die Efeutute aber gerne rum. Das heißt, sie macht sich wunderbar in einen Makramee-Hänger oder oben auf einem Regal. Die Gefahr ist somit gebannt. Die Efeutute hat übrigens auch eine luftreinigende Eigenschaft. Sie filtert Schadstoffe aus der Luft und macht ein gutes Klima. Daher eignet sie sich super für dein Schlafzimmer. Deine Efeutute sieht nicht so aus, sondern... so? Dann liegt das vermutlich am Gießen. Deine Efeutute braucht im Sommer ungefähr einmal die Woche Wasser. Bevor du sie aber gießt, mache unbedingt den Fingertest. Dafür steckst du deinen Finger einfach 2 bis 3 cm tief in die Erde. Wenn die Erde direkt von deinem Finger abbröselt, dann freut sie sich über einen Schluck Wasser. Achte dabei darauf, dass du sie gleichmäßig gießt und das überschüssige Wasser wieder aus dem Übertopf wegschüttest. Wenn die Erde aber an deinem Finger kleben bleibt, dann wartest du lieber noch ein bisschen und wiederholst den Fingertest in ein paar Tagen nochmal. Im Herbst und im Winter braucht deine Efeutute ein bisschen weniger Wasser. Das heißt, du kannst den Fingertest ungefähr alle 2 Wochen einmal machen. Wenn deine Efeutute dringend gegossen werden muss, dann zeigt sie es dir, indem sie ihre Blätter hängen lässt, die Blätter werden blass oder schlaff. Dann ist es höchste Eisenbahn, sie zu gießen. Während Frühling und Sommer solltest du deine Efeutute ungefähr alle 2 Wochen düngen. Halt dich aber beim Flüssigdünger etwas zurück, denn zu viel Dünger kann deiner Pflanze schaden. Du kannst aber auch Langzeitdünger verwenden. Dann reicht es, wenn du einmal im Frühling und einmal im Sommer düngst. Der Langzeitdünger gibt dann über einen längeren Zeitraum immer wieder Nährstoffe an die Erde ab. Das heißt, so kannst du deine Pflanze auch nicht überdüngen. Im Winter braucht deine Efeutute gar keinen Dünger. Das hier sind Efeututen. Von den Efeututen gibt es ganz viele verschiedene Arten und ich zeige euch jetzt ein paar davon. Das hier ist eine klassische Efeutute. Besonders schön an ihr sind die grün-gelb panagierten Blätter. Ganz ähnlich sieht diese Efeutute aus. Das hier ist eine Efeutute Marvel Queen und ihre Blätter sind nicht grün-gelb panagiert, sondern weiß-grün. Eine weitere Verwandte ist die gefleckte Efeutute. Ihre Blätter sind mit hübschen silbrigen Pünktchen übersät, die wunderschön im Licht glitzern. Diese Efeutute ist auch unter Scindapsus pictus bekannt. Noch etwas mehr silberne Stellen hat diese Efeutute hier. Und deshalb wird sie auch ganz einfach silbrige Efeutute genannt. Alle diese Arten haben etwas gemeinsam. Sie sind wunderschön und unglaublich pflegeleicht. Das heißt also, sie sind die perfekten Einstiegspflanzen für dich. In der Natur kann die Efeutute bis zu 20 Metern lang werden und dort klettert sie dann auch die Bäume hoch. Als Zimmerpflanze bleibt sie natürlich deutlich kleiner, aber auch da kann sie schon auch mal ziemlich lang werden. So wie dieses Exemplar hier. Du kannst deiner Efeutute natürlich auch eine Rankhilfe geben, an der sie hochklettern kann, dann könnten ihre Blätter auch extrem groß werden. Diese hier zum Beispiel ist an einem Kokosstab hochgebunden. The Last of Us. Wenn dir die Triebe zu lang werden, dann kannst du sie ganz einfach zurückschneiden. Möchtest du, dass deine Efeutute blüht, dann muss ich dich leider enttäuschen, denn das macht sie als reguläre Zimmerpflanze nicht. Die Bedingungen stimmen zu Hause nicht. Aber falls du es schaffen solltest, dann schick uns unbedingt ein... Wenn deine Efeutute mal krank wird, dann liegt das sehr wahrscheinlich an Staunässe oder am Standort. Staunässe entsteht, wenn du deine Efeutute... Jetzt muss ich wieder lachen.
Nein. Staunässe entsteht, wenn du deine Efeutüte zu häufig gießt. Dann entstehen gelbe oder braune Blätter. Am besten machst du den Fingertest. Ist der Finger nass, dann hast du deine Efeutüte leider übergossen. Am besten nimmst du sie aus dem Topf raus, schneidest alle schwarzen, faulen Wurzeln ab und topfst sie in neue, frische Erde ein. Achte darauf, dass du ab jetzt zukünftig immer den Fingertest machst, bevor du gießt. Wenn sich deine Efeutüte an ihrem Plätzchen überhaupt nicht wohlfühlt, dann kann es sein, dass sie ihre Blätter abwirft. Sie mag es zum Beispiel gar nicht, in Zugluft, neben einem Heizkörper oder an ganz, ganz dunklen Stellen zu stehen. In diesem Fall platzierst du sie am besten um an einen Ort, wo sie sich wieder etwas wohler fühlt. Hat deine Efeutüte vielleicht ein anderes Problem, dann zieh doch unser Pflanzenlexikon zu Rate. Dort steht ganz genau drin, was du bei welchem Problem für deine Efeutüte tun kannst. Den Link dazu findest du hier unten in der Beschreibung. Die Efeutüte ist grundsätzlich eine sehr robuste Pflanze und nicht sehr anfällig für Krankheiten oder Schädlinge. Ich empfehle dir, dass du beim Gießen von deiner Efeutüte immer gleich auch alles genau unter die Lupe nimmst. Denn die kleinen Viecher verstecken sich sehr gerne auch mal an der Unterseite der Blätter. So kannst du einen Befall frühzeitig erkennen. Hast du Schädlinge an deiner Efeutüte entdeckt, dann solltest du deine Pflanze sofort isolieren, damit sich die Schädlinge nicht weiter ausbreiten können. Mit unserem Schädlingsblock kannst du dann herausfinden, um welchen Schädling es sich ganz genau handelt und wie du ihn dann auch wieder los wirst. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Du bist aber ganz schön groß geworden. Denkst du nicht, dass du einen neuen Topf brauchst? So merkst du, dass du deine Efeutüte umtopfen musst. Uiuiui. Die Wurzeln gucken unten aus dem Topf raus. Deine Efeutüte ist so lang, dass sie kopflastig ist und leicht umfällt. Oder wenn du den Innentopf zusammendrückst und merkst, dass er komplett durchwurzelt ist. Deine Efeutüte musst du, wenn sie noch klein ist, ungefähr einmal im Jahr umtopfen. Wenn sie dann größer ist, reicht es, wenn du sie alle 2 bis 3 Jahre umtopfst. Du kannst dir vorstellen wie bei Kindern. Wenn sie kleiner sind, brauchen sie häufiger eine neue Hose, als wenn sie größer sind. Wenn es dann soweit ist, deine Efeutüte umzutopfen, machst du das am besten im Februar oder März. Denn dann kann sie voller Elan in die neue Wachstumsphase starten. Und wie du deine Efeutüte am besten umtopfst, zeige ich dir jetzt. Als erstes lösen wir die Efeutüte aus ihrem alten Topf, indem wir den Topf leicht zusammendrücken. Wir lösen die alte Erde so gut es geht ab und lockern die Wurzeln etwas auf. Wenn du rundgewachsene Wurzeln siehst, kannst du diese kürzen oder wenn du faulige, braune, schwarze Wurzeln siehst, diese direkt abschneiden. Wir nehmen dann den neuen Innentopf, der ungefähr ein Fingerbreit größer ist als der alte Topf und füllen diesen zu einem Drittel mit Erde. So, dann gucken wir, funktioniert. Ja, da geht noch ein bisschen mehr Erde rein. So, vergesst nicht einen Gießrand zu lassen, das heißt ungefähr 2 cm von Topfrand zur Erde runter. Die Erde drücken wir dann immer wieder gut an. So, wenn sie dann fertig eingetopft ist, stellen wir sie in den neuen Übertopf, gießen die komplette Pflanze einmal gut durch, bis das Wasser unten wieder aus den Abtropflöchern rauskommt. Und nicht vergessen, das überschüssige Wasser dann aus dem Topf wieder rauszuschütten. Wenn du die abgeschnittenen Triebe in ein Wasserglas stellst, kannst du sogar Babys von deiner Efeutüte züchten. Efeututen zu vermehren ist übrigens ganz einfach. Caro zeigt dir, wie das geht. Heute gucken wir uns die Vermehrung über Stecklinge an. Für viele deiner grünen Mitbewohner ist dies die einfachste Methode, sie zu vermehren und deinen Dschungel zu erweitern. So zum Beispiel für die Efeutute, die Popotute oder aber auch die Leuchterpflanze. Am besten schaust du aber zuerst im Pflanzenlexikon nach, welche Vermehrungsmethode für deine Pflanze am besten geeignet ist, denn nicht alle Pflanzen sind über Blattstecklinge vermehrbar. Übrigens, im Frühling ist die beste Zeit, Stecklinge zu nehmen. Achte darauf, dass deine Mutterpflanze gesund und stark ist. Du brauchst ein scharfes Messer oder eine Pflanzenschere und ein Glas Wasser, eine kleine Vase oder einfach nur einen Topf. Schneide mit der Schere ein Triebstück der Efeutüte ab. Am besten nimmst du dafür ein Triebstück, das 1 bis 2 Blätter hat und im Idealfall sogar Luftwurzeln. Achte beim Schneiden darauf, dass du knapp unterhalb eines Sprossknotens schneidest. Stelle den Steckling anschließend in ein Wasserglas und achte darauf, dass die Blätter nicht das Wasser berühren, denn diese können im Wasser anfangen zu faulen. Wechsle das Wasser alle 3 Tage, damit es nicht zu faulen beginnt. Du kannst deinen Steckling in Substrat setzen, wenn sich die Wurzeln mehrfach verzweigen. So ein Steckling kann im Zweifelsfall bis zu mehreren Jahren nur in Wasser überleben. Deswegen warte lieber länger als zu kurz
Ja. Hat dich die pflegeleichte Efeutute überzeugt und du möchtest, dass sie mit dir in deinem Zuhause abhängt, dann bestelle sie doch noch heute in unserem Shop und wir liefern sie vor deine Haustüre. Hat dir das Video gefallen? Dann gib dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Über Feedback in den Kommentaren freuen wir uns natürlich auch immer. Wenn du Fragen zur Efeutute hast, ist unser Pflanzendoktor immer für dich da.